Hallihallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. iPadOS 15, bald wird es veröffentlicht. Die große Frage ist jedoch, kannst du dich drauf freuen oder ist es einfach nur zum Heulen? Apple hat ja hier viel Neues, Tolles angekündigt. Ich möchte jedoch mein Augenmerk auf das lenken, was so hinter den Kulissen passiert, in Verbindung mit bestimmten Apps, was nicht in den offiziellen Bekanntgebungen zu lesen oder zu hören war. Es kommen aber auch Dinge, die nicht so toll sind, beziehungsweise sie kommen eben nicht. Das heißt, hier bleiben etliche Dinge noch offen, die mich wirklich wahnsinnig machen, dass sie immer noch fehlen in diesem neuen Betriebssystem iPadOS 15. Kleiner Spoiler vorweg, iPadOS 15 wird definitiv besser als Betriebssystem, aber es bleibt eben immer noch eine Lücke zu, jawohl, so ist es, wie ich es mir vorstelle. Los geht's. Ja, starten wir direkt mit der Dateien-App. Wenn wir die öffnen, dann sehen wir hier unten so kleine Fenster und das sind eben alle bereits geöffneten Dateien-App-Fenster, so dass ich hier schneller zwischen den einzelnen Fenstern hin und her navigieren kann. Das ist keine Funktion, die speziell die Dateien-App betrifft, aber ich denke, gerade die App profitiert extrem davon. Ich zumindest werde davon profitieren. Wenn ich hier reintippe, dann verschwindet diese Ansicht. Über die drei Punkte hier oben kann ich die Ansicht wieder aufrufen und kann zwischen den einzelnen Fenstern schnell hin und her navigieren oder auch ein neues Fenster erstellen. Zu den Funktionen hier oben komme ich nachher nochmal. Ja, dann ebenfalls neu in der Dateien-App ist die Darstellung in sogenannten Gruppen. Das heißt, ich kann jetzt alle Dokumente, PDFs und Tabellen jeweils in solchen Gruppen sortiert darstellen lassen. Wenn ich das nicht haben möchte, dann gehe ich auf diese drei Striche hier oben und auf Gruppen verwenden, deaktivieren und dann habe ich es wieder in der normalen Ansicht. Für mich auf jeden Fall eine sehr nützliche Funktion, um mehr Überblick in Ordnern mit vielen unterschiedlichen Dokumenten zu bewahren. Was leider nach wie vor nicht funktioniert, das ist die Darstellung von Dateiendungen. Das heißt, hier unten weiß ich jetzt nicht, ist das eine Excel-Datei oder eine Numbers-Datei. Dazu muss ich immer noch lange draufbleiben, dann auf Informationen, um mir die Dateiendung anzeigen zu lassen. Das finde ich sehr schade, dass man das immer noch nicht aktivieren kann, die Anzeige von Dateiendungen. Ebenfalls neu bzw. abgeändert ist die Scan-Funktion. Die waren ja bisher extrem riesig, gerade wenn man ein Dokument hier gescannt hat in Farbe mit dem vollen Bildausschnitt der Kamera, dann war so eine PDF, eine einseitige PDF gleich mal so 5 MB groß. Das ist jetzt anders. Nun hat hier zum Beispiel dieses Dokument im vollen Bildausschnitt und Farbe 1,3 MB. Das ist auf jeden Fall praktischer in den meisten Fällen. Allerdings meiner Meinung nach immer noch nicht die goldene Mitte, denn hochauflösende Scans sind damit irgendwie nicht mehr so richtig möglich. Wenn ich jetzt hier eine PDF öffne, gefällt mir auf jeden Fall auch die Darstellung der Miniaturansicht hier auf der Seite. Ich habe eben hier jetzt auch zu jeder Seite die Möglichkeit, weitere Funktionen direkt aufzurufen, das heißt Seiten zu drehen, neue Seiten hinzuzufügen oder hier andere PDFs mit anzufügen. Ebenfalls möglich ist mittlerweile das Verschieben der einzelnen Seiten in einem PDF, was extrem nützlich ist in manchen Fällen. Was aber leider nicht funktioniert, das ist das Extrahieren von einzelnen PDF-Seiten. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht per Drag and Drop das Ganze rausziehen als neue PDF. Das geht leider immer noch nicht. Das geht unter macOS schon lange, hier leider nicht. Ich hoffe, dass es noch nachgerüstet wird. Allerdings haben sie endlich mal die Suchfunktion in der PDF-Darstellung hinzugefügt. Das heißt, ich kann nun ein Dokument direkt per Schlagwort durchsuchen. Das war längst überfällig und ging bisher immer nur in der Bücher-App oder auch in anderen PDF-Apps. Was leider nicht funktioniert, ist das Darstellen von einer ganzen Seite einer PDF, wenn man das iPad im Querformat verwendet. Und das verwende ich sehr oft so in diesem Format. Und das nervt mich, dass ich hier nicht die ganze Seite mir anzeigen lassen kann auf einmal. Schön ist auch die überarbeitete Druckfunktion. Die ist nun brauchbar geworden. Der Funktionsumfang hat sich hier nicht erweitert, aber die Darstellung und auch die Bedienbarkeit ist hier definitiv brauchbar geworden. Leider fehlt immer noch eine manuelle Einstellung des Seitenbereichs. Das heißt, wenn ich hier auf Seitenbereich gehe, kann ich hier diesen Seitenbereich nicht manuell mit der Tastatur editieren. Das ist gerade bei großen PDFs sehr unpraktisch, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel noch Seite 100 haben möchte. Ja, dann bin ich hier am Totscrollen. Das ist schade, dass es immer noch nicht funktioniert. Zurück in die Dateien-App, hier in diese Ansicht. Toll ist auch die Möglichkeit, dass ich jetzt eine Datei hier durch langes Halten in einem neuen Fenster direkt öffnen kann, das dann hier so schwebend überlagert ist. Das kann ich natürlich dann auch hier in den Split View bringen oder auch natürlich hier in den Slide Over. Das ist ganz nützlich. Was mir hier allerdings fehlt, ist ein Schnellzugriff, ohne lange draufbleiben zu müssen, zum Beispiel durch einen
Rechtswisch, diese Wischgeste ist in der Dateien-App noch nicht belegt und hat demnach auch keine Funktion. Und es wäre wirklich sehr begrüßenswert, wenn man durch eine Wischbewegung ja eine Vorschau von der Datei bekommt, ohne dass die Datei geöffnet wird in der jeweiligen App. Also man muss nach wie vor hier noch lange draufbleiben, dann auf Übersicht. Ja, und das geht mir leider etwas zu lange. Ebenfalls fehlt mir hier noch die Funktion eines Öffnen in bzw. standardmäßig Öffnen in. Zum Beispiel hier habe ich eine TXT-Datei und wenn ich Documents installiert hätte, dann würde sich diese Datei in Documents öffnen. Ich habe es aber deinstalliert, weil ich möchte solche Dateien einfach standardmäßig in der Dateien-App angezeigt bekommen und da fehlt mir eben die Funktion, dass ich zu bestimmten Dateitypen sagen kann, öffne diese Datei doch immer mit der und der App. Das wäre ein leichtes, sowas zu integrieren und wäre extrem nützlich, funktioniert aber immer noch nicht. Kommen wir zur App-Kurzbefehle. Ja, die eigentlich große Neuerung betrifft erstmal nicht das iPad, sondern den Mac. Denn diese Software wird auch für das kommende macOS-Betriebssystem zur Verfügung stehen und wird vermutlich die Software Automator ersetzen. Automator kann viel mehr als die Kurzbefehle-App und ist viel leistungsstärker. Sollte der Automator ersetzt werden durch die App-Kurzbefehle am Mac, dann wird sehr wahrscheinlich der Funktionsumfang von der App-Kurzbefehle extrem erweitert werden und damit wird vermutlich auch das iPad und auch das iPhone stark davon profitieren. Was hier neu ist, ist tatsächlich die Darstellung. Wenn ich einen Kurzbefehl editiere, hier hat sich das Layout zum Guten angepasst. Ich kann hier schneller durchnavigieren. Der Funktionsumfang hat sich aber auch jetzt schon erweitert. Ich habe endlich die Möglichkeit, hier direkt Dateien anzugeben, ohne dass ich die in der Dateisuche irgendwie jedes Mal neu auswählen muss oder dass eine Datei zwangsläufig im Shortcut-Ordner abgelegt werden muss. Sprich, ich kann hier direkt eine Datei für meinen Kurzbefehl angeben und die Datei muss nicht irgendwo an einem ganz bestimmten Ort gespeichert sein. Das ist wirklich extrem nützlich. Ebenfalls kommt die Funktion der Texterkennung onboard von der Kurzbefehle-App. Sprich, ich kann hier Text aus Bild extrahieren, was vorher auch nur mit dem Hilfswerkzeug Toolbox möglich war. Was leider immer noch fehlt, ist eine ganz simple Scan-Funktion, wie man sie in der Dateien-App kennt. Wir können zwar mit der Toolbox entsprechend ein Dokument scannen, also die Scan-Funktion vom iPad aufrufen, aber ein Standardwerkzeug von Apple selbst hier in der Kurzbefehle-App sucht man vergebens. Ich hoffe, dass das endlich mal nachkommt, weil das ist eine Funktion, die brauche ich sehr oft für viele Kurzbefehle. Was sich auch noch neu tut hier an in der App Kurzbefehle, das findet man gar nicht hier in der App selbst, sondern in den Einstellungen. Dort unter Kurzbefehle hat man nun die Möglichkeit, unter Erweitert Teilen großer Dateimengen zu erlauben. Und Teilen bedeutet nicht mit irgendwie anderen Personen, sondern auch mit anderen Apps. Und davon erhoffe ich mir, dass die App Kurzbefehle viel stabiler und leistungsstärker wird, als es bisher der Fall war, gerade wenn es um die Verarbeitung von großen Dateimengen oder vor allem vielen Dateien geht. Ja, hoffen wir mal das Beste. Ja, und dann gibt es eben noch so kleinere Änderungen bei verschiedenen Apps. Zum Beispiel in der Kalender-App ist es nun endlich möglich, eigene Farben für einen Kalender zu definieren. Das war natürlich am Mac schon möglich, aber am iPad hatte man vorher nur diese vordefinierten Farben, die nicht ganz so praktisch sind. Und ich bin ein Mensch, der sehr viel mit Farben und Symbolen arbeitet, um einen schnellen Überblick zu bekommen. Und das ist mir wichtig, dass ich die Farben habe, die ich auch wirklich tagtäglich sehen will. In der App Notizen kam auch etwas Neues dazu, nämlich die Verwendung von sogenannten Hashtags. Also ich kann nicht nur irgendwelche Erinnerungen mit einer Flagge markieren, sondern nun auch mit Hashtags und dann auch noch die Auswahl auf ein Hashtag oder mehrere Hashtags setzen und mir die entsprechenden Erinnerungen anzeigen lassen. Ich denke, das ist ein großer Fortschritt, dass man hier noch mehr Sortiermöglichkeiten hat in der Erinnerungen-App, welche meiner Meinung nach extrem mächtig ist. Ja, ebenfalls eine kleine Neuerung, die viele, glaube ich, sehr begrüßen werden, ist in der Fotos-App zu finden. Wenn ich ein Foto habe, habe ich nun die Möglichkeit, mir alle Metadaten anzeigen zu lassen und diese auch gegebenenfalls anzupassen. Hier unter dem iPad von 2017 ist es leider nicht möglich aufgrund des Chips, dass ich hier eine automatische Texterkennung aktivieren kann. Dann wäre hier unten noch ein kleiner Button. Bei neueren iPads mit A12-Chip ist das der Fall, sodass ich direkt Text hier markieren kann und woanders kopieren kann. Da gibt es viele Funktionen, kann ich mit meinem älteren iPad leider nicht nutzen, weil hierzu die Hardware fehlt.
Neu ist auch hier die Funktion in den Einstellungen unter Passwörter. Hier ist es nun möglich, dass man zu einer bestimmten Seite auch die Möglichkeit hat, sich einen Bestätigungscode zu konfigurieren. Bedeutet, die Zwei-Faktoren-Authentifizierung wird Einzug finden in die Passwortverwaltung von der, ja, vom iPad, was meiner Meinung nach ein wahnsinnig nützlicher Schritt ist. So wird es noch einfacher sein, von verschiedenen Seiten auch wirklich die Zwei-Faktoren-Authentifizierung direkt in dieser App mitzunutzen, ohne auf irgendwelche Hilfs-Apps angewiesen zu sein. Und dann noch, wie du siehst, hat sich hier das Layout vom Home-Bildschirm natürlich verändert. Man hat hier nun die Möglichkeit, mit Widgets zu arbeiten. Ob das jetzt so einen großen Vorteil bringt oder nicht, das werde ich erst noch in den nächsten Wochen merken. Aktuell vermisse ich es jetzt nicht an meinem eigentlichen Arbeits-iPad, dass ich jetzt diese Funktion vermissen würde. Was aber wirklich toll ist, ist die Darstellung der App-Mediathek. Das heißt, ich habe hier eine automatische Sortierung in bestimmten Gruppen verschiedener Apps. Apps, die ich in der letzten Zeit eben angeklickt habe, werden hier vorgeschlagen, oder zur Produktivität habe ich hier die Auflistung dieser Apps, und damit kann ich einfach viel schneller und leichter im Multitasking arbeiten. Bedeutet, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die drei Punkte gehe, habe ich die Möglichkeit, sofort in den Split View zu gehen mit einer anderen App, oder kann auch diese App sofort in Slide Over legen und. Was auch möglich ist, ist tatsächlich, dass man hier in dieser App-Darstellung Apps sofort irgendwie in einen Split View oder auch in einem Slide Over hier an der Seite zu sehen bekommt. Das ist wirklich extrem nützlich, wenn man den Bildschirm maximal produktiv ausnutzen will. So, das soll es von meiner Seite aus erstmal gewesen sein. Es gibt natürlich noch viele weitere Funktionen, die hier mit dazukommen mit iPadOS 15, die du dann auch auf der Apple-Seite nachlesen kannst. Wenn es etwas gibt, was du dort nicht findest, aber dich interessiert, dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare, dann probiere ich es einfach auf dem iPad aus und kann dir Bescheid geben, ob dies oder jenes vorhanden ist oder leider immer noch fehlt. Ich freue mich über ein Like und natürlich auch über ein Abo, wenn du keine Videos dieser Art verpassen möchtest. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!